Das Unglaubliche ist passiert. Ich bin in einem Minecraft-Projekt und zwar dieses Jahr in Minecraft Elements. Und ich werde die Führungskraft von Elements sein. Oh mein Gott! Hilfe! Ja, und mit dem Energiekern werden die drei Dimensionen verbunden und wir können dorthin reisen. Was? Der Name Herr der Marcel übernimmt seine Stimme. Ich werde den Energiekern an mich nehmen und meine eigene Welt erschaffen. Der hat ihn geklaut, Leute. Was? Oh. Gib ihn zurück! Zurückgeben! Der Energiekern verschwindet, Verbindung zwischen den Welten fängt an zu bröckeln. Ihr könnt vorne die Klasse dann auswählen, wo ihr hin wollt. Team Nether, bist du sicher, dass du Netherblock beitreten willst? Du kannst später auch noch wechseln, deine Skills und Level werden jedoch resettet. Dann sage ja, ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir sicher. Hallo. Hallo. Ihr habt die gute Entscheidung getroffen. Willkommen in der neuen Heimatdimension. Es ist wichtig, dass du darüber informiert bist, dass es aufgrund des Verschwindens des Energiekerns zu weiteren Störungen in der Welt kommt. Ganz kurz. In der Kiste sind beispielsweise heute gespielt, daher solltest du keine Gegenstände hier hineinlegen. Ja, wir sind die Einzigen hier, wir sollten damit klarkommen. Nein, da kommen noch die ganze Meute. Nein, ich beende es. Ich komm mit. Nein! Nein, ich spring nicht. Ich hab null Tod, ich bin Basti. Willkommen, Mitstreiter. Hallo. Bitte bring mir zu Beginn 200 Basalt. Du musst auf den Villager klicken. 200 Basalt, ja, und übrigens, bevor ich vergesse, hier eine kleine Starterbox. Cool. Du bist so ein Ehrenmann, Bruder. Wow. Okay, wir machen schon mal zwei Gruppen. Okay, Blizzor. Oh, warte mal ganz kurz. Ja, Veto, das war's. Wir müssen Holz holen. Und Basalt brauchen wir. 200 Basalt. Okay. Urochox ist ja auch hier. Bob. Warte mal. Blackstone verbrennt. Da ist direkt Lava drunter. Wir haben ja nichts hier. Die Nether-Dimension ist die Hardcore-Dimension. Das heißt, das hier, was wir hier machen, ist die Hölle. Wortwörtlich. Oh nein, wird das... Nein, ich weiß davon. Als ob das jetzt funktioniert hat. Twitch.tv/Tian, jetzt gerade, wo das Video online ist, ist schon der erste Tag der Projektstart von diesem geilen Suchtprojekt. Kommt rein, wir grinden gemeinsam. Ich habe Giveaways vorbereitet für euch. Es wird Content. Habt ihr auch XP bekommen? Man kriegt fürs Minen und fürs Craften von Sachen kriegt man XP. Oh! 4 Basalt ergeben einen Blackstone. Aha. Aber das ist jetzt von Spark selber. Da hat sich Spark was einfallen lassen. Das ist ja nicht Vanilla. Okay, also bin ich jetzt der Mining-NPC und ihr nutzt mich quasi jetzt aus. Richtig, wir haben einen Minion im Nether. Ich bin nicht euer Minion, Leute. So wird das nicht weitergehen jetzt. Hier, 9 Blackstone für dich. Damit kannst du Tools machen und gib den Rest so einfach. Dein Mining-Level ist gestiegen. Level 1. Oh nein! Ausgespart. Moin, kommt ihr klar? Hallo Spark. Hi. Super. Ja. Kann es sein, dass Holz nicht brennen kann hier? Ja. Das ist richtig gut. Ansonsten werden die Bäume abgefackelt. Ja, ich habe das ausgestellt, weil ansonsten ist es besser nervig. Ihr seht auf Tab auch nicht die Tode, sondern die Level, die jeder hat, ne? Ja. So. Die Level. Leute, ich bin schon Mining Level 2. Es geht voran. Ich glaube, ich kann die erste Quest abgeben. 200 Basalt. Boom. Wunderbar. Und du wirst bemerkt haben, dass du deine Bergbaufähigkeiten leveln kannst. Je höher dein Bergbaulevel ist, desto mehr Steine erhältst du beim Abbau. Ab Level 20 verdoppelt sich die Anzahl der Steine, ab Level 40 verdreifacht sie sich und so weiter. Das heißt, je mehr wir abbauen, desto mehr bekommen wir. Das ist ein Anführungszeichen. Also, die Ergebnisse der Quest, die halt wichtig sind. Aber da haben wir das erste Problem. Aber ich regeneriere gut. Alles gut. So, ich bin dir nur jetzt böse. Vielleicht kommt irgendwann die Rache. Mein Schwert ist bereit. Junge, Spark hat sich da so viel Mühe gegeben. Das ist so geil. Oh, als nächstes benötige ich etwas organisches Material. Kannst du mir bitte 100 Eichenholzstämme bringen? Boah. Ja, dann bauen wir jetzt alles ab. So. Oh, warte mal, ich habe das höchste Level auf dem Server. Puh. Boah, wir haben den höchsten Minion. Wir haben nicht den höchsten Minion. Ich bin der höchste Spieler. Boah, bitte lass hier irgendwo ein Apfel sein, Leute. Kann das nicht irgendwie... Ich bin out of sprint. Das war's. Ich werde loslassen gleich. Wir sind die, die die Hardcore-Dimension bezwingen wollen. Wir sind die Männer, die sich der harten Aufgabe stellen. Nicht so wie die Baby. Himmel- und Steindimension-Babys. Ich will's einfach. Nein! Wir bezwingen diese Herausforderung. Genau. Warum ist hier eigentlich Basalt? Sag mal, wie ist mit Leveln jetzt? Nein! Aber ich hab mein Inventar noch. Hä? Ja, ist also doch Keep Inventory ab. Ja. Guck mal. Oh, ein Baum ist nachgewachsen. Meiner. Hier ist ein Pigman. Ich hol mir das Gold. Meins. Ich hab ein Nugget. Hey. Oh, sorry. Oh, Gas. Und das ist jetzt nicht wirklich die ganze Zeit so, dass hier ein Gas rumfliegt, oder? Nein. Ja, okay. Mann. Das ist doch übel ehrenlos. Ich hab Falch da fast gekillt. Oh nein! So, dieser kleine Kollege stirbt jetzt. Der wird uns nämlich sonst wirklich beklauen, einfach nur. Mining Level 4! Alter, ich bin so am Grinden, Leute. Ich bin so am Grinden. Mining Level 5. Ja, das Ding ist halt, immer wenn Gas kommt, müssen wir uns vereinen, glaube ich, ne? Weil sonst ist hier alles down. Jawohl. Bam! Gas macht. First one! Ich bin Mining Level 6 gleich. Und ihr so. Boah. Oh, nein!
Ja, der zerstört immer einen Block, wie ein Creeper im Wasser. Nicht im Wasser, wie ein Creeper, wenn der... Ich bin abgeschossen. Oh mein Gott. Jawohl! Guck mal, was ich mache. Tschüss, Bro! Der Berserker der Nether-Dimension! Schneid das bitte nicht rein. Ich habe bald schon genügend Nuggets für ein Ingot. Also, ich brauche noch drei und dann kann ich ein Gold-Ingot haben. Weißt du, schau, was ich getroppt bekommen habe. Oh mein Gott, eine Gasträne? Zack, 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 die erste Trophäe. Halt! Du hast dem Video immer noch kein Like gegeben. Ich dachte, dir gefällt das Projekt. Mann, du wusst doch jetzt. Und wen soll ich pranken? Ich will irgendwen pranken. Für die nächsten Videos brauche ich ein bisschen Ideen, deswegen gerne euer Input in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Wir sind reich. Oh mein Gott! Achso, als nächstes wären auch 16 Knochenmehl hilfreich. 16 Knochenmehl? Das zeigt auch, dass sie langsam... Ah, wait! Wir sind hier in Nether Wastes Biom. Wir kompostieren so Melonen und so Schiff. Kompostieren von Saplings. Kompostieren von Saplings. Erster Bombi. Aber wie viel brauchen wir? 15. Blizzo! Nein! Der König! Er ist nicht der König. Er ist nicht der König. Bro, ain't the king. Er denkt Mickey 30. Oh mein Gott. Na, du hast die Hälfte deiner Level verloren. Man verliert immer die Hälfte. Ja. Alter. Ein Baum noch, dann habe ich auch die 100, 100 Holz. Wenn ich diesen Baum jetzt abgebaut habe, habe ich... Ich habe genau 100. Freunde, es ist soweit. Boom. Nee. Oh. Feister hat Gegner. Ah, wir helfen dir, Feister. Ich helfe dir, ich helfe dir. Ich helfe dir. Oh, nein. Nee, ich habe 3 Tote schon, Mann. Ich verliere alles. Als nächstes wären auch 16 Knochen mehr hilfreich. Das zeigt auch, dass du langsam hier Fuß gefasst hast. Krieg ich organisiert. Ich warte hier so lange. Also 16 Bone Meal. Kriegen wir dann wahrscheinlich, wenn wir Saplings kompostieren. Einen Kompost haben wir ja schon gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber und wir teilen uns einfach mit den anderen Teilnehmern hier. Bob, Alter, wie viel braucht man? Man braucht irgendwie so einen halben Stack. Ich die ganze Zeit schon. Danke. Ah! Oh Gott, ich hab mich unironisch gerade erschrocken. Das kann man ja auch gleich machen. Boah, mein Schwert ist einfach schon kaputt. Ich bin Monster Slayer. Level 8 Mining. Boah, die Magma Cubes, die machen mich so sauer, wenn ich die sehe. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, wir sind jetzt die armen Schlucker, die Plebejer des Projekts, die einfach hier von verrottetem Fleisch leben. Korrekt. Na super. Wir haben unser erstes Baumehl, Leute. Wir haben unser erstes Baumehl. Jawohl, jawohl, jawohl. Bisher sehe ich echt nur Nachteile. Also, es ist schon klar, wieso Spark dazu Hardcore-Dimension gesagt hat. Aber wir haben einen fetten Monopol später im Late Game. Zu 100% haben wir im späteren Spielverlauf irgendwas, was die anderen alle brauchen. Ansonsten gibt es ja gar keinen Sinn, wieso wir die Dimension hier spielen würden. Aber ich frage mich halt, wo und wann dieser Turning Point kommt, wo wir dann quasi stärker ausgerüstet sind als die anderen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Komm jetzt her, du Sau! Ja! Ja! Sieg! So, ich glaube, ich habe hier ein paar Pigmen. Kann jemand den Pigmen bitte töten? Ich bin sonst tot. Glaube ich. Nö, nö. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen gefangen. Oh mein Gott, wenn der Gast mich jetzt... Ja, nee, Leute. Nein! Ich glaube, ihr solltet mal alles spawnproof machen da mit Slaps, ne? Nee, bis jetzt war eigentlich noch alles durch. Jetzt waren wir alle so viele da. Hast du es nicht durch gewesen? Nee. Mann, ich habe schon 5 Tode, Leute, das kann nicht sein! Ich dachte, ich gehe in Elements rein und ich mache 0 Tode. Ich habe jetzt schon 5. Ich habe jetzt schon 5 Tode. Aber die Nether-Dimension, ich glaube, da kann man auch ohne Tod gar nicht überleben. Sag ich ehrlich, wie es ist. Yo! Yo! Hey, du bist auch hier. What the hell? What the... Hallo. Wow, der will mich töten. Oh. Was ist mit ihm? Job, Alter, ein Baumehl. Nein. Job, Alter, ein Baumehl oder ich töte ihn. Ich hab kein Baumehl. Ich hab... Oh mein Gott. Das war's mit ihm. Ich bin jetzt in der Lage, die Dimensionen zu bereisen. Was spricht für Metablock? Nichts. Gar nichts. Wir haben hier die Hölle auf Erden. Ja, wortwörtlich. Die kleinen Piglins, die klauen alles. Die klauen Holz, die klauen alles Mögliche. Wir müssen die echt immer wegkriegen. Das alles hier müssen wir jetzt... Wir müssen den gesamten Netherrack-Boden jetzt mit Blackstone-Slabs füllen, damit nicht so viele Mobs spawnen. Wir haben viel zu viele. Hier ist wirklich die Hölle los. Also, wortwörtlich. Ah! Ich sollte damit aufhören, das wird immer schlimmer. Oh Gott. Ja. Der Gold ist hier! Der Gold ist hier! Oh nein! Der Gold! Marcel, Frieden! Nein, du bist so eine Ratte. Du bist so eine Ratte! Der Krieg! Du legst dich mit der falschen Dimension an! Ja, Level genommen! Du Kleiner! Wieder Catch-Payment machen, ne? Nee, machst du nicht!
Oh mein, hallo, Gustav. Hey, Tilian, hey. Was rockt bei dir? Gib die Flosse. Na, du alter Ho. Oh, checkst du wegen der? Das geht, nimm die selber. Du wirst festgestellt haben, dass du überraschend viele Erfahrungspunkte bisher gesammelt hast. Ja, naja, sie fungieren in dieser Welt als eine Art Währung. Für 30 Level werde ich dir eine Möglichkeit schaffen, die Dimension der anderen Spieler zu besuchen. Ach, das kostet? Ja, aha. Und ich sag doch die ganze Zeit, ach ne, wir bringen uns die ganze Zeit um. Die Level brauche ich ja eh nicht. Okay, ich glaube, dann starte ich mal den anderen Dimensionen Besuch ab, Jungs. Ich bin mal kurz weg. Lass uns mal zu Skyblock gehen. Hier ist ja tote Hose. Die sind alle gegangen. Die haben ja voll viel schon gemacht, im Gegensatz zu uns. Kann ich jetzt einfach so zu Stoneblock? Ah, es kostet nur einmal Level. Ja, okay, interessant. Und bei Stoneblock, die Leute hier haben ja aber richtig... Okay, ich bin mal wieder drüben in der Netherblock. Besorge mir einige Materialien vom Monster. Ich benötige 16 verrottetes Fleisch, 16 Knochen und 16 Schwarzpulver. Vielleicht könnt ihr die anderen Spieler helfen, wenn es in dieser Dimension schwierig ist, all diese Dinge zu sammeln. Ich müsste, glaube ich, mal rüber zu dir gehen und Knochenmehl erholen. Knochen und Schwarzpulver. Hier, ihr habt hier eine Mobfarm, ne? Wir haben jetzt über 16 Gunpowder, über 16 Rotten Flesh, über 16 Bones. Ich bin in der Sucht gefangen und wir gehen jetzt zum Techniker. Hast du 16? Ja. Wir sind schon sehr nah dran, um eine Verbindung zum Villager-Hub herzustellen. Benötige ich erneut 30 Level von dir? Ich mache mich an die Arbeit. Ich warte derweil. Ich würde sagen, das machen wir im Stream. Ihr könnt, wie gesagt, am Samstag vorbeischauen. Samstag 12 Uhr beginnt das Projekt. Samstag 10 Uhr bin ich schon live. Twitch.tv/Tian. Lasst ein Follow da, ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert mal, wie ihr das Projekt findet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adios!